Ich glaube, die Kamera sieht immer von selber aus, wenn ich davor stehe. Frag dich mal, warum? Ich habe die gerade zweimal angemacht, wenn wir hier laufen und dann... Das müssen wir lustig sein, das müssen wir uns irgendwas ausdenken. Das ist schon schwierig, ja. Ne? Also, ja, es ist irgendwie... So zu tun, als wäre die Kamera nicht da. Also, jetzt mal hundertprozentiger Tausender-Ernst-Modus hier. Also die Kamera ist es für mich gerade nicht an. Es ist tatsächlich, das ist... vor allen Dingen, weißt du, was das Problem ist, ist, du bist dann ja anders. Ja. Ich merke das auch schon jetzt, dass du jetzt schon immer... Jetzt bist du die ganze... Normalerweise machst du das nicht. Was? Du hast jetzt die ganze Zeit ein Lächeln im Gesicht. Und wenn man normalerweise mit dir redet, hast du das nicht. Was nicht heißt, dass du ein unfreundlicher Mensch bist. Aber du bist ja einfach so dieses so... So fernsehmäßig halt, ne? So Kameras, alles. Ist das wirklich so? So. Ja, ist wirklich so. Aber was mir bei dir dann immer auffällt, bei dir ist die Stimme tatsächlich dann anders. Ja, das stimmt. Sobald die Kamera angeht, versuchst du sachlicher zu sein. Versuche ich das, ja. Na gut, dann versuche ich mal wieder so ein bisschen normal zu wirken hier. Ja, ist das tatsächlich so? Ja, kann sein. Sachlich. Ich und sachlich, ey, das ist ja wie Tag und Nacht. Ja, tatsächlich. Aber darum geht es ja gar nicht. Ich könnte jetzt auch sagen, dann bist du so, als würde deine Frau zuhören. Woher weißt du eigentlich, wie deine Frau ist? Bei dir ist das aber auch so. Wenn Steffi in der Nähe ist, sprichst du ganz anders. Dann wird deine Stimme immer so ganz tief. Ja, weiß ich nicht. Müssen wir doch besorgen. Keine Ahnung. Ist das? Achte mal drauf, wirklich, ohne Witz. Okay, nicht so tief, aber das geht runter so ein bisschen irgendwie. Also wenn das Weibchen in der Nähe ist, ne, dann so bock, 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 bock. Ist ja nur Spaß. Aber, was ich erzählen kann. Nichts Schlimmes. Aber das ist, das ist bei dir aber genau so. Also es ist nicht, so, dass das nur bei mir so ist, sondern das bei dir sein. Ist das genau so. Man darf ja einzig vergessen. Ich habe ja schon 15 Jahre YouTube-Erfahrung hinter mir. Und ich habe ja auch vor der Kamera gestanden. Und ich habe ja Produkte präsentiert. Und wenn du dann sowas machst, dann natürlich, du hast deine Verkäuferstimme. War so, hallo. Und heute zeige ich euch mal hier übrigens ein sehr schönes Geschenk von meinem Freund Jens. Jens, falls du dieses Video siehst, ne, ich trinke zu wenig. Er hat mir so eine Flasche gekauft und geschenkt. Während wir uns darüber unterhalten haben, hat er bei Amazon was bestellt. Und dann ist hier die Uhrzeit drin, 7 bis 9 Uhr abends. Muss ich das leer haben? Das sind 2 Liter. Und ich schaffe das noch nicht mal. Aber, komplett anderes Thema. Gestern Abend, wir haben uns so, fürs Haus haben wir uns so, kennst du diese Gartenlichter, die so fackeln, die so wie Fackeln? Ja. So Solarfackeln. Genau, habe ich. Ja. Ne, ich weiß ja, meine Frau steht auch sowas. Und, ja. Also habe ich auch schon. Habe ich dann, habe ich dann bestellt und so. Und die sind richtig cool. Und dann hat sie die ans Haus an vorne und die Einfahrt so reingestellt und so. Und dann gestern Abend war das Licht dann an und dann werden rausgegangen und geguckt und sind auf einmal irgendwie so, was ist das? Ey, überall Brummen und Summen. Ja, Hornissen. Alter. Die ganzen Hecken bei uns, wir haben so Buchenhecken, nennt man die so, komplett voll mit Maikäfer. Ja, das gibt's auch. Also ich habe gestern tatsächlich auch einen Maikäfer gesehen. Also gestern Mittag haben wir einen gesehen, einen Maikäfer mittags, habe ich da gesessen auf der Terrasse und der so, ach guck mal, Maikäfer. Das ist zum letzten Mal Maikäfer gesehen, ey, das war 1980, da war ich 12 Jahre alt oder so, auf dem Schulweg, halb verendet auf dem Ding. Ich kannte das Ding immer noch aus Erzählung von meinen Großeltern, Maikäferplage und alles war voll. Und gestern Abend, ungelogen, also es ist wirklich nicht übertrieben. Ja. Wir hatten da vor der Terrasse in dem Dingensteil, habe ich nicht gezählt, aber so 30, 40 Stück, das war einfach nur diese ganzen Dinger mit der Taschenlampe drauf geleuchtet. Scheiße, mal gucken, ob der Rasen das überlebt. Ne? Die legen ja dann irgendwie Eier, dann schlucken diese Engerlinge oder wie die heißen aus und die fressen die Graswurzeln. Eumel. Ja, und du kannst vor allem... Sind das Eumel? Nee, aber darum geht's auch gar nicht. Und du kannst nichts dagegen machen. Ja, aber ist auch gut, dann brauchst du keinen Rasen mähen. Ja, geil. Ja. Super, hast du da so eine gelbe Steppe da rumliegen. Ja, irgendwo. Und? Ja. Und das ist sogar in der Schweiz, wenn du das dann googelst, da tun sich Abgründe auf. In der Schweiz ist das so ein großes Problem, dass die sogar jetzt mit einem, die haben das biologisch, lösen die das, weil die ganzen Wiesen auf den Bergen, auf den Berghängen und so, und wo die ihre Kühe drauf treiben, was weiß ich, was die Schweizer so machen, da haben die dann so einen Pilz, haben die herausgefunden, dass es einen gewissen Pilz gibt und da wird mit einer speziellen Technik in die Erde gesetzt, der Pilz. Und daran gehen die dann wohl zugrunde. Und dann so. Fliegen die Maikäfer weiter. Nee, die Inger, die Larven sind das Problem. Die Larven häuten sich ja. Ja, und die leben 3 bis 4 Jahre, halte ich fest, die leben 3 Jahre lang unter der Erde, unter dem Rasen, bis das dann Käfer werden. Das ist bestimmt der Eumel.
Ja, jetzt bitte erzähl doch mal. Was? Mit dem Eumel? Ja, der ist auch im Rasen. Der macht auch den Rasen kaputt. Dann hast du immer so, dann hast du auf dem... Ach, der heißt so? Ist das ein Käfer oder dann was? Dann hast du auf dem Rasen immer so einen kleinen, so ein Mikro Maulwurfshaufen. Du willst mich jetzt nicht veräppeln, ne? Nee. Ist das was du deinen Töchtern erzählst? Also nein, ich habe das auch nicht gehabt, auch noch nicht, aber ich habe das mal gehört. Ist ja krass. Ja. Nee, kenne ich tatsächlich nicht. Also toi, toi, toi. Aber wir haben, wie gesagt, jetzt wahrscheinlich kommen die heute Abend alle wieder und du kannst nichts machen. Die legen jetzt ihre Eier ab. Die fressen die dann, Natur auch mal so lassen, wie sie ist. Ja, du bist lustig, aber doch nicht die Natur so lassen, wie sie ist. Nicht in meinem Garten. Ja, sonst bist du immer so. Dann sagst du, das kann man nicht machen. Das ist tatsächlich so. Also ich freue mich auch über jedes Stückchen Moos, was im Garten ist. Ich finde Moos total geil. Ja. Aber sag das meiner Frau mal. So, der Rasen muss vedikutiert werden und so. Weil, wie sieht das denn aus? Aber ich denke so, aber Moos, der hält ja auch die Feuchtigkeit und drin. Dann und dann sagt sie, am besten ist noch, wie sieht das denn aus? Und wenn dann noch der Satz folgt, was sollen denn die Nachbarn denken? Dann sage ich immer, mir ist das egal, ich gehe Fahrrad fahren. Und wenn die anderen im Garten gehen, dann gehen die im Garten. Ja, ich wollte ja auch Fahrrad fahren am Wochenende, wie du gehört hast und letzte Woche schon mitbekommen hast. Mich hat es ja erkältungstechnisch wieder voll erwischt. Ich überlege immer, ob das wirklich so schlimm ist, wenn man dann Fahrrad fährt. So aufpassen, Herzmuskeln. Ja, natürlich, das weiß ich. Aber jetzt stell dir mal vor, du würdest ein E-Bike fahren. Ja. Ist das dann, also siehst du das dann auch so eng? Also ich bin tatsächlich schon mal im Winter mit einer Erkältung. Nee, also nein. Also tatsächlich ist das so. Mit einer abklingenden Erkältung Fahrrad gefahren und danach ging es mir 1000 Mal besser als vorher. Ja, also ein bisschen Bewegung ist immer gut. Also besser, du bewegst dich ein bisschen als gar nicht. Also wenn du dich nur aufs Sofa setzt und zudeckst und das ist auch blöd. Es gibt wahrscheinlich Phasen in der Erkältung, wo du dich nicht bewegen solltest, ganz am Anfang. Und wenn du Fieber hast, sowieso nicht. Fieber habe ich nicht gehabt, aber ja, das stimmt schon, klar. Ein bisschen Bewegung ist mit Sicherheit besser als gar nicht Bewegung. Das ist mit E-Bike mit Sicherheit besser. E-Bike fährst? Ja. Und leicht erkältet bist das und ist einfach besser nur als so deine, ich sag mal, Ortskontrollfahrt machst. Ja, was? Ortskontrollfahrt. Was kontrollierst du denn in den Jadaberg? Hier eben gucken, wie das so aussieht bei den anderen im Garten. Wenn ich das Haus neben euch, also man vor der Einfahrt steht rechts. Ja. Das ist so geil. Also auch wie das alles zugewachsen ist und so. Ich finde das schön. Ich finde das richtig hübsch. Kann man so machen. Ich sag ja, muss man immer kontrollieren fahren und gucken, wie das woanders aussieht. Ist auch eine Riesenhütte, ne? Kann sein. Verkaufen die? Nee, ne? Nö, weiß ich nicht. Okay. Das kannst du gar nicht bezahlen wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ah, ja. Aber so ist das, ne? Ja, so ist das. Ach, und jetzt habe ich hier tatsächlich so einen Metallsplitter. Wie hast du den? Wovon? Keine von deinem Kaffeebecher, oder? Ja, nee, den habe ich garantiert schon ein paar Tage bei mir. Das ist nicht wahr. Ernsthaft? Ja, sicher. Dann hast du dich mal rausgeholt irgendwie. Ich kriege den nicht raus. Also ich habe das auch heute Morgen erst gemerkt, dass da einer ist. Und dann fühlt man da so einmal rüber, zweimal rüber, dreimal rüber. Und dann denkt man du hast gerade gesagt, du hast jetzt schon ein paar Tage und hast heute Morgen aber erst gefühlt, dass da einer ist. Ja. Mhm. Okay, gut, lassen wir so stehen. Ja, also das kann ja sein, das ist ja so mikrofein. Ach so, du meinst, dass es seit ein paar Tagen schon drin ist. Und ich habe das nicht gemerkt und heute Morgen habe ich so gedacht, da ist irgendwie ein Fleck, wieso geht der nicht weg? Ach, da ist was drin. Und dann fängt man ja an, daran rumzupulen. Ja. Und irgendwann piekst der immer so ganz leicht, so diep, diep. Und dann denkt man so, jetzt muss der raus. Ja, musst du zu Hause mit der Pinzette am besten so ein bisschen... Nee, ich lasse das jetzt, wie es Also es gibt einen guten Trick, machst ein bisschen Waschbenzin drauf, Feuerzeug. Und dann mit der Pinzette, während das dann brennt. Und den Tisch wegräumen. Jetzt musst du überlegen, entweder schneidest du das raus, jetzt macht er auch noch hier. Oh, Alter. Ja, was denn? Nichts rausschneiden. Ja, klar. Und dann kannst du... Nee, ich habe eigentlich, ich überlege immer, man müsste eigentlich so einen Power-Magneten haben. Und den macht man dann so an und dann so... Kann man dieses ganze Metall, was man sich so... Aus der Werkstatt, jeden Abend gehst du davor, machst einmal so und dann zack und alles weg. Ja. Ja. Ich schraube ja immer noch viel. Ja, ja. Ja, mach das. Ich habe noch wieder einen Moped-Motor zusammengebaut gestern. Ist komplett? Fast. Ja, komm, wir sind jetzt unter uns hier. Wie viele Mopeds hast du zu Hause rumstehen? Genug. Sag eine Zahl. Größer als 20? Nee, sag ich nicht. Wahnsinn. Also ein, zwei braucht man, sage ich immer. Ey, guck mal, wieder sein Hobby, ne? Steht ja vor, mein Hobby wären Elefanten. Ich wüsste gar nicht, wo die alle hinstellen sollen. Ah, das wollte ich dir noch erzählen.
Das wollte ich dir noch erzählen. Ja, weiß ich nicht. Der, hast du schon mal Ninja Warriors geguckt? Was? Ninja Warriors. Nee. Also und bei uns gibt es nur Kultur und ja, nee, erzähl. Aber ich gucke das immer gerne, weil da sind ja die super Sportlichen und die sind ja wirklich sportlich. Was ist das, keine Zeichentrickserie oder sowas? Das ist echt noch nie gesehen. Nein, ey. Das ist so ein Parcours und die springen dann so. Ach so. Und so wie Kashiki, Kate. Ja, nur ein bisschen seriöser. Castle, genau, Takeshis Castle. Ja, danke. Damals war das so und jetzt, genau, das habe ich, das gucke ich immer gerne. Und durch Zufall habe ich, sitze ja auch mal vom Fernseher. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber ich gucke auch mal Fernsehen und da war irgendwie so unvergessliche Momente. Und das ist ja dann auch Kultur, wie du ja schon sagst. Bei mir gibt es nämlich auch nur Kultur. Ja, sowas nicht. Ich habe erst Augenblick gedacht, das ist irgendwie so ein Manga. Und dann war da erst, das war so, das war eigentlich auch ganz witzig, da war eine Reportage über Horst Schlemmer. Den kennt ja jeder. Den finde ich großartig. Ja, den finde ich super. Ja. Und dann ging ja, das komm aber bei mich bei, Liebelein. Genau. Also ich könnte den gar nicht nachmachen. Und dann ging das weiter und dann kam der Ninja Warriors Gewinner und dann kam später noch einer dazu. Ja. Das war dann irgendwie ein DSDS-Gewinner und das waren beides Cousins oder Geschwister, eins von beiden. Mm-hmm. Und der eine von denen, also der Ninja Warriors Gewinner, wo du nämlich gerade sagtest, stell dir mal vor, ich hätte Elefanten als Hobby, der hat tatsächlich einen Elefanten zu Hause. Und ich glaube nicht nur einen. Der hat aber jetzt nicht von seiner Frau gesprochen. Nee. Nee, also echt. Hi. Moin. Moin. Ja. Ja. Guck mal. Na, vorhin hast du das ja gesehen. Würde ich das sehen? Hast du ja vorhin gesehen, ne? Da war nichts, ne? Jetzt habe ich da so lange schon dran rumgeknibbelt. Jetzt ist da schon so ein roter Fleck. Wie das wehtut. So, ja, wir müssen ja eigentlich noch ein Video machen. Also ich bin ja nicht schmerzempfindlich. Nee, überhaupt nicht. Darum. Ja, hast du schon mal so eine Nagelbettentzündung gehabt hier oder einen eingewachsenen Fußnagel? Da wollen wir gar nicht drüber sprechen. Also da wollen wir gar nicht drüber sprechen. Nee, das geht auch keinem was an. Ja. Genau. Wir machen jetzt ein Video. Wir machen ja eigentlich jetzt ein Video für Donnerstag, ne? Eigentlich machen wir ein Donnerstagsvideo. Aber Donnerstag ist diesmal ist Vatertag. Ist Vatertag. Da ist ja keiner am Rechner. Die sind ja alle entweder schon betrunken oder unterwegs. Ja, ich glaube nicht, dass sie alle saufen. Ja, nicht alle. Zwei, drei vielleicht nicht, aber... Na, aber... Meinst du, das lohnt sich da ein richtiges Video hochzuladen? Also... Zum Muttertag hat es auch nicht funktioniert. Nee. War nicht so interessant. Wobei das ein spannendes Thema ist. Na, pass auf, dann machen wir das so. Dann laden wir so ein ganz kleines ein Schnipsel hoch irgendwie. Ja. Und das richtige Video gibt es dann am Sonntag. Wäre so meine Idee. Das heißt, jetzt nicht diesen Sonntag, aber an einem der nächsten Tage. Oder den nächsten Donnerstag. Oder vielleicht auch mal Montag. Ja, das können wir so machen. Oder am Dienstag oder so. Kannst du mir eben helfen? Hier. Ja. Ich muss aufpassen, Bandscheibe und so. Wohin? Da. Da? Da. So.